Hey Leute, ich bin Saskia Michalski und im ganzen Laufe meines Lockdown-Programms gibt es jetzt zusätzlich auch noch eine geführte Meditation. Wichtig ist einmal zu verstehen, was ist überhaupt Meditation? Es gibt zwei Bereiche. Um zu meditieren, musst du nicht hochspirituell sein, sondern es geht auch einfach um autogenes Training. Wenn wir uns vorstellen, egal was für körperliche Beschwerden wir haben, welche Gedanken wir haben, welches Verhalten wir haben, alles ist am Ende meist zurückzuführen auf negative Gedanken oder nicht hilfreiche Gedanken, die wir haben, die wiederum einfach Stress produzieren und uns dann das Leben mehr oder weniger schwer machen. Die Folge daraus ist meistens, dass wir körperliche Beschwerden entwickeln und irgendwie nicht mehr so richtig wissen, wie kommen wir da raus. Und der allererste Start ist vielleicht mit einer geführten Meditation zu beginnen. Das Einzige, was du jetzt dafür brauchst, ist eine Matte oder ein Ort, wo du dich bequem hinlegen kannst, wo du eine Position findest, die du, wenn möglich, die nächsten 10 Minuten nicht löst. Die Beine sind komplett ausgestreckt und die Hände und Arme liegen neben dir, sodass die Handflächen nach oben zeigen. Wir beginnen jetzt in eine ganz klassische autogene Übung, und zwar ist das der sogenannte Bodyscan. Das bedeutet, dass wir die Achtsamkeit von deinem Gedanken immer wieder fokussiert auf verschiedene Körperbereiche lenken, um wieder mehr in Verbindung mit dir selber zu kommen. Finde jetzt eine Position, in der du dich wohlfühlst, und lege dich einmal auf den Rücken. Beide Hände liegen neben dir auf dem Boden, genauso wie deine Arme. Und nehme hier jetzt erstmal 5 ganz tiefe Atemzüge durch deine Nase ein und durch deinen Mund aus. Versuche erstmal, deinen Körper und deinen Geist darauf vorzubereiten. Und wenn du soweit bist, schließe langsam die Augen und folge einfach nur meiner Stimme während der Meditation. Spüre einmal, wo dein Körper auf dem Boden aufliegt. Von deinen Fersen, deinen Waden und Oberschenkeln, deinem Gesäß, unterem Rücken bis Schultern, Arme und Hinterkopf. Und spüre einmal ganz genau, wo der Boden dich trägt und wo dein Körper auf der Unterlage aufliegt. Mache dir jeden einzelnen Druckpunkt einmal ganz bewusst. Und wann immer dir in dieser Übung Gedanken in den Sinn kommen, nehme dies einfach kurz wahr, als wärst du ein stiller Beobachter deiner Gedanken. Denke kurz Gedanke und komme wieder zurück zur Übung. Lenke deine Aufmerksamkeit nun einmal ganz auf deine Fersen. Und nehme einmal wahr, wo deine Fersen auf dem Boden aufliegen. Und stell dir einmal vor, dass der Boden unter dir ganz weich ist, als würden die Fersen ein ganz kleines Stück in den Boden einsinken. Kannst du einen Unterschied wahrnehmen von deiner linken zur rechten Seite? Nehme dies nur wahr, ohne dass dies zu bewerten ist als richtig oder falsch, sondern einfach nur wahrnehmen, was ist. Fühlen sich beide Fersen gleich entspannt an? Oder ist eine Seite etwas angespannter als die andere?
Spür jetzt einmal, wie dieses entspannte und trotzdem schwere Gefühl von deinen Fersen ganz langsam deine Rückseite hinaufwandert zu deinen Waden. Und nehme einmal ganz genau wahr, wo deine rechte und deine linke Wade auf der Unterlage aufliegt. Ganz schwer und trotzdem entspannt, sicher auf dem Boden liegt. Und wann immer Gedanken dich ablenken von deinem Fokus, nehme das nur kurz wahr, lasse diese vorbeiziehen und komme dann wieder zurück zu deinen Waden. Und langsam klettere hinauf über deine Kniekehlen, Oberschenkeln zu deinem Becken, also zu deinem Gesäß. Und nehme einmal ganz genau wahr, wo dein Gesäß am Boden aufliegt und ob du die Kleidung an genau dieser Auflagefläche wahrnehmen kannst. Fühlt sie sich weich an? Oder kannst du sie vielleicht auch gar nicht wahrnehmen? Versuche ganz genau den Bereich deines Gesäßes und Beckens abzuscannen und einmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich dein Körper überall in verschiedenen Regionen anfühlt. Bei deiner nächsten Einatmung wandere langsam nach oben zu deiner Bauchdecke. Und spüre jetzt einmal, wie deine Bauchdecke sich bei jeder Einatmung hebt und bei jeder Ausatmung senkt. Und lasse den Atem einmal kommen und gehen, ohne deinen Atemfluss zu verändern. Und bei jeder Einatmung sage dir das Wort im Kopf ein, bei jeder Ausatmung das Wort aus. Versuche dies bei jeder Einatmung mit deiner inneren Stimme zu wiederholen. Einatmen das Wort ein, ausatmen aus. Und versuche dies konstant zu wiederholen. Und wann immer dein Fokus abschweift, dies nur kurz wahrzunehmen und zu trainieren, wieder direkt zurückzukommen zu deiner Ein- und Ausatmung und deiner inneren Stimme, die diese Atmung begleitet. Ganz langsam wandere jetzt mit deiner Wahrnehmung über deine Rippen zu deiner Brust, also zu deinem Herzen. Und spüre einmal ganz genau in dich hinein, ob du deinen Herzschlag wahrnehmen kannst. Schlägt es schnell oder langsam? Kannst du deinen Herzschlag überhaupt wahrnehmen? Bedenke, dass es kein richtig oder falsch gibt, sondern du einfach ein Beobachter deiner selbst bist und spürst, wie deine Brust sich bei jeder einzelnen Atmung immer mehr entspannt und du sämtliche Schwere an den Boden abgibst. Versuche weiterhin,
deinen Körper nicht zu bewegen, sondern nur deinen inneren Fokus über deinen Körper gleiten zu lassen. Und ganz langsam breitet sich dieses entspannte Gefühl über deine Schulterblätter, Oberarme, Ellenbogen, Unterarme aus bis zu deinen Händen. Und spüre jetzt einmal, wo deine Hände auf dem Boden oder der Unterlage aufliegen. Und fokussiere deine Wahrnehmung nur auf genau diesen Aufliegepunkt. Berühren sich deine Finger oder nur die Hand mit der Unterlage? Liegt die linke Seite genauso auf wie die rechte Seite? Versuche dies nur wahrzunehmen und wenn Gedanken kommen, diese kurz wahrzunehmen und wieder zurück zu deinen Händen zu kommen. Bei deiner nächsten Einatmung wandere ganz langsam deiner Wahrnehmung über die Hände zurück, über Unter- und Oberarm zu deinen Schultern und komme über dein Gesicht zu dem Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Habe das Gefühl, als würdest du fast innerlich so ein klein wenig schielen, dich nur auf den Punkt an der Nasenwurzel zu fokussieren. Atme ganz bewusst in diesen Punkt hinein und lasse einmal deine Gesichtsmuskeln ganz weich werden. Deine Zunge liegt ganz schwer im Kiefer. Die Zähne sind nicht auseinandergepresst, sondern ganz locker. Und du hast das Gefühl, dass deine Augenbrauen nach außen in Richtung Boden fallen. Atme hier ganz bewusst nochmal 10 tiefe Atemzüge genau in diesen Punkt, in diesen Fokuspunkt ein und aus. Und spüre noch einmal, wie entspannt sich jetzt dein ganzer Körper anfühlt, wie sicher es sich anfühlt, vom Boden getragen zu werden, egal in welcher Situation. Mache dir bewusst, dass du es wert bist, dass du etwas für dich tust, so wie du es gerade getan hast. Und nehme nochmal deinen gesamten Körper auf der Unterlage wahr. Nehme noch 3 tiefe Atemzüge ein und aus. Und bewege ganz langsam deine Finger und deine Zehen und Fußgelenke und strecke dich weit über deinem Kopf einmal aus und wenn du soweit bist, öffne ganz langsam die Augen, komme zurück in den Raum um dich herum. Nehme wieder Geräusche wahr, den Raum um dich herum und komme dann wieder langsam in eine sitzende Position. Ich hoffe, dir hat diese Meditation gefallen.
Wichtig ist zu verstehen, dass Meditation ganz, ganz, ganz viel Übung benötigt. Das heißt, auch wenn das ein oder andere Mal dich Gedanken abgelenkt haben, ist dies völlig normal. Bleib einfach dabei. Und wenn dir das gefallen hat, abonniere gerne meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Folge mir auf Instagram unter Saskia Michalski.